Schubert Motorsport ist ein privates deutsches Motorsportteam, das seit 2007 unter diesem Namen auftritt. Es sitzt in Oschersleben an der Motorsport-Arena Oschersleben. Teamchef und Gründer des Teams ist Thorsten Schubert. Geschichte: Thorsten Schubert nahm ab 1982 an nationalen Autocross-Wettbewerben teil und wurde 1985 DDR-Vizemeister. Ab 1996 nahm er an der Autocross-Europameisterschaft teil und konnte im Jahr darauf Vizemeister werden. Nachdem er 1998 Dritter wurde, schaffte Schubert 1999 den Sieg in der Europameisterschaft. Anschließend stieg Schubert in die deutschen Tourenwagen Challenge ein und bestritt mit seinen Teamkollegen Thomas Schiemann und Detlef Linke ab 2000 eine volle Saison. Nach der Saison zog sich Schubert als Fahrer aus dem Motorsport zurück und setzte von nun an Profi-Piloten ein. Seinem Fahrer Markus Gedlich gelang bereits 2001 der Meisterschaftssieg. In der DTC-Saison 2002 erreichte Claudia Hürtgen 2 Siege und wurde Dritte in der Gesamtwertung. Franz Engstler wurde Dritter beim Sky Race in Macau. 2003 arbeitete Schubert Motorsport mit Kali Motors zusammen und setzte jeweils 2 Fahrzeuge in der deutschen Tourenwagen Challenge und in der Tourenwagen-Europameisterschaft ein. Claudia Hürtgen schaffte den Gesamtsieg in der Meisterschaft und Donald Molnar wurde Vierter. Die Teamwertung ging ebenfalls an Schubert Motorsport. In der Tourenwagen-Europameisterschaft gewann Duncan Hüßmann die Privatfahrerwertung und wurde Siebter in der Gesamtwertung. Tom Coronel belegte hinter Hüßmann Platz 2. Claudia Hürtgen gelang 2004 die Titelverteidigung in der neuen DMSB-Produktionswagenmeisterschaft, der Nachfolgeserie der DTC. Im Jahr darauf gewann Hürtgen bei ihrer ersten Teilnahme die BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft. Ab 2006 wurden neue BMW 120D eingesetzt, welche bei allen 9 Läufen den Klassensieg errangen. Beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring schaffte das Team einen 5. Platz in der Gesamtwertung und den Klassensieg bei den Dieselfahrzeugen. Bei Gastauftritten in der ADAC Procar-Serie, der ehemaligen DMSB-Produktionswagenmeisterschaft, gewann Claudia Hürtgen in Oschersleben 2 Läufe im alten BMW 320i und Mark Henericki 2 Läufe im BMW 120d. Ab 2007 wurde in der BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft auch ein BMW Z4 RM Coupe eingesetzt. Die Fahrer Hans-Joachim Stuck, Johannes Stuck, Claudia Hürtgen und Richard Göransson erreichten den Klassensieg in der SP6 sowie den 5. Platz in der Gesamtwertung beim 24-Stunden-Rennen. Stian Solli und Jörg Fiebern wurden im BMW 120d Vierte in der Gesamtwertung der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring. Beim 24-Stunden-Rennen 2008 führte das BMW Z4 RM Coupe lange Zeit das Rennen an, bis es in der Nacht durch einen Überschlag des Norwegers Stian Solli ausschied. Ähnlich verlief das 24-Stunden-Rennen 2009 für den Z4, gegen 21 Uhr beendete eine kapitaler Motorschaden im Bereich Hohe 8 die Fahrt abrupt. Sehr erfolgreich hingegen war der Einsatz der 3 BMW 320d. Welche einen Doppelsieg in der Dieselklasse bis 2 Liter Hubraum erringen konnten und der erstplatzierte BMW 320d das Rennen auf der 25. Position, Gesamtposition beendete. Erfolgreicher verlief das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2010 mit dem neuen BMW Z4 GT3 sicherte sich Schubert Motorsport den 4. Gesamtrang. Der zweite eingesetzte BMW Z4 GT3 hatte schon früh einen heftigen Abflug. Im Januar 2011 erzielte Schubert Motorsport mit einem Z4 GT3 den Sieg bei den 24 Stunden von Dubai. In der Saison 2015 des ADAC GT Masters konnte das Team um Thorsten Schubert die Teamwertung gewinnen. Zudem sicherte man sich mit den Dominik Baumann den 2. und mit Jens Klingmann den 3. Platz in der Fahrerwertung. Belege.